Grüß Gott. Hallo, grüß Gott. So. Bitte bleiben Sie sitzen. Es sind ja gleich 6 Bilder, die Sie kommen. Ja. Erzählen Sie uns was. Also die Blätter haben meine Eltern als lose Blätter gekauft. Ja. In den 80er Jahren. Ja. Und haben die rahmen lassen. Ja. Wir haben den Bildern nicht so große Beachtung geschenkt zunächst. Und haben dann nur gelesen, dass da der Name Audrange drauf stand. Ja. Und in einer großen Tageszeitung war ein Bericht von der Bremer Kunsthalle, glaube ich, in der französische Druckgrafiker präsentiert waren. Und da war unter anderem auch der Name Audran aufgeführt. Da war auch beschrieben, dass der französische König diese Druckgrafiker in einer bestimmten Straße, die ist auch hier beschrieben, in Paris konzentriert hat, damit die ihre Kunst vervollständigen. Wir sind in einer Zeit, wo König Ludwig XIV. Ja sehr interessiert daran war, dass der Reproduktionsstich gefördert wird. Nicht zuletzt auch deshalb, um für seine Herrschaft Wichtiges publizieren zu können. Und da gehören natürlich Leute wie Gérard Audran da dazu. Und insofern wird man immer wieder dem Namen Audran begegnen. Aber es steht noch ein anderer Name drauf. Lafarge. Lafarge. Das ist der Zeichner. Das ist der Zeichner. Der Zeichner, der die Vorlage gezeichnet hat. Ja. Zwar sieht man es hier links. Mhm. Ja. Ja. Der natürlich nicht unwichtig ist, ne? Natürlich, klar. Es ist dieser enorme Rang der Zeichnung in dieser Zeit, der Anerkennung der Zeichnung als etwas, ein Medium des Erfindens. Das ist eigentlich seit Michelangelo, was dann die Zeichner umtreibt und was auch die Wertschätzung dieses Mediums betrifft. Aber nicht nur Erfinden, sondern auch der Bildung. Mhm. Es ist Dokument einer außerordentlich gebildeten Gesellschaft, die sich wie in diesem Fall mit der griechischen Mythologie auseinandersetzend einfach dokumentieren will, wie gescheit wir sind und wie schöne Sachen wir produzieren. Wie gut produzieren wir das können, mit diesen Körpern umzugehen. Und da ist der Raymond Lafarge eben ein Virtuose, beziehungsweise in seiner Zeit höchst bewundert worden. Und deshalb haben sich auch die Reproduktionsstecher auf seine Zeichnungen gestürzt und haben die reproduziert, faksimiliert. Er hat ja gar nicht gemalt, er hat nur gezeichnet. Steht im Geruch eben des Wunderkindes, der sich quasi aus dem Nichts gebildet hat. Es gibt da viele so Künstler-Anekdoten um ihn herum, der auch sehr früh verstorben ist. Also hier sind lauter gelehrte Inhalte, die noch dazu eines machen. Sie werden dargestellt mit vielen nackten Leibern. Ja. Das war auch immer Thema und Anlass für Nacktheit und Erotik ein bisschen zu zeigen, auch wenn das vielleicht für uns heute nicht so rasend erotisch ist, aber die Darstellung des nackten Körpers in diesen Zeiten war ja keine Selbstverständlichkeit. Wir sehen zum Beispiel einen Triumphzug der Flora. Das sind halt so wunderbare Anlässe, die einfach gesucht und gefunden werden. Da unten haben wir den Apoll und den Hyazinth. Genau, also, das hat natürlich immer mit Blumen und Blumennamen etwas zu tun. Mhm. Wo ja tragischerweise Apoll und Zephyr in diesen Hyazinth quasi verliebt waren. Und Apoll beim Diskusspiel den Hyazinth tötet. Jetzt fragt man sich, das sind natürlich Publikationen, die in Büchern reproduziert worden sind, aber vielleicht wurden sie auch anderswertig verwendet. Ich kann mir zum Beispiel durchaus vorstellen, dass das in sehr schönen, eleganten Möbeln als Einlagen verwendet worden sind. Und diese Kombination Schreibtisch und gelehrte Illustrationen, das gibt es ja seit dem 16. Jahrhundert, dass Möbel mit Bildern kombiniert werden. Es wird noch beschrieben, dass diese 8 Blätter auf 2 Platten gedruckt graviert wurden. Ja. Ja, und dann, da fehlen ja 2, nicht? Das haben wir noch nicht gesehen. Ja, da fehlen noch 2. Zum Preis. Wahrscheinlich bei einer Auktion, wenn es komplett ist, kann ich mir schon vorstellen, dass der gesamte Set in einer Größenordnung von 1200 bis 1500 Euro heute Preis hat. Da es inkomplett ist, Sie haben die anderen 2 nicht. Ja. Aber es geht ja bei diesen Dingen weniger um den Preis, sondern es geht um das Eindringen auch in eine Zeit, um das Eindringen, wie eine Zeit gelehrt sein wollte, wie sie zeigen wollte, dass sie gelehrt ist. Und das kann durch diese wirklich qualitätsvollen Reproduktionsgrafiken perfekt dokumentiert werden. Dankeschön. Danke fürs Zeigen. Danke. Wiederschauen.